بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wir gehen heute weiter zu einem neuen Thema. Das Kapitel Furcht Hoffnung ist soweit in kurzgefasster Form abgeschlossen. Ich werde ein paar Kapitel überspringen, wie zum Beispiel das Kapitel über den Az-Zuhd, Al-Faqr wa Haqiqatuhu, aus bestimmten Gründen. Ebenfalls das Kapitel des At-Tawakkul. Wir gehen weiter zum Kapitel über den Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, was ist der Ikhlas? Was bedeutet er? Was widerspricht diesem Ikhlas? Welche Gegensätze gibt es zu ihm? Und welche Stellung hat der Ikhlas, beziehungsweise welchen Ahkam, Urteilungen, Beurteilungen der Scharia unterliegt er? Also ich meine damit, ist er verpflichtend? Ist er eine erwünschte Handlung? Und derartiges. Erst einmal erwähnen wir wieder ein paar Stellen aus den Nusus der Scharia, aus den Texten der Scharia, in denen die Rede vom Ikhlas ist. Und dafür gibt es sehr viele Stellen. Unter anderem die Aussage Allah Ta'alas, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Und in ihnen, also hier sind die Ahlul Kitab gemeint, und ihnen wurde nichts anderes anbefohlen, als Allah Ta'ala mit dem Ikhlas zu dienen. Mit dem Ikhlas, also der Ikhlas wird immer als die Aufrichtigkeit übersetzt. Ihn aufrichtig zu dienen. Ich habe zwei Fragen hier. Nummer eins, was versteht man unter, also in der deutschen Sprache, wenn du das Wort so hörst, was verstehst du darunter, ihn aufrichtig zu dienen? Was bedeutet das? Eine andere Stelle. Ala lillahi dinul khalis. Wahrlich, Allah gebührt und gehört, oder Allah steht die aufrichtige Religion zu. Die aufrichtige Unterwerfung. Die aufrichtige Anbetung. Was heißt aufrichtige Anbetung? Man muss sie schon in Frage stellen. Besonders wenn es Aufforderungen sind. Wenn du zu etwas aufgefordert wirst, unter anderem der Ikhlas hier, Allah Ta'ala sagt ja, und ihnen wurde nichts anderes anbefohlen, als dass sie ihn in Aufrichtigkeit anbeten. Dieser Ausdruck hier, der suggeriert, dass es keinen anderen Befehl gab. Auch wenn es andere Befehle gab. Es gibt zigtausend andere Befehle. Aber dieser Ausdruck suggeriert, dass es, also als ob es nichts anderes geben würde, dass man ihnen aufgebürdet hatte. Und das deutet darauf hin, dass dieser Befehl sich von anderen Befehlen etwas differenziert. Dass er eine überlegene Stellung hat. Da muss man sich fragen, was das bedeutet. Denn du bist ja davon angesprochen. Und du musst es umsetzen. Und die Umsetzung ist abhängig vom Verstehen der Begriffe, oder nicht? Der Taklif, dieser Begriff ist vielleicht ein Fremdwort. Der Taklif bedeutet die Aufbürdung einer Last. Das ist die sprachliche Bedeutung des Wortes Taklif. Damit sind die Ansprachen Allah Ta'alas gemeint, die Ansprachen Allah Ta'alas, die Befehle, Verbote oder Billigungen beinhalten, dass er etwas billigt. Das nennt man Taklif. Diese Aufbürdung und Auflastung von Befehlen, sie hat natürlich Bedingungen. Die Usul-Gelehrten, die Gelehrten der Methodenlehre erwähnen da unter anderem zwei Bedingungen, zwei also signifikante Bedingungen. Nummer eins, der Verstand, Reife des Verstandes. Und Nummer zwei, das Verständnis, Verstehen. Was heißt Verstehen? Verstehen der Aufforderung. Sie müssen in einer Sprache dargereicht werden, die für den
Zurechnungsfähigen, den Einzelnen, verständlich ist. Es kann ja nicht sein, dass ich zu jemand sage, der geisteskrank ist, du sollst verstehen. Oder? Genauso kann ich jemanden nicht mit Worten ansprechen und Forderungen stellen, die er gar nicht kennt. Das heißt, aber natürlich sind wir dadurch nicht entschuldigt, weil wir haben die Mittel dazu, dieses Verständnis zu gewinnen, aber ich rede von Situationen, wo das nicht der Fall ist. Der Ikhlas muss also begriffen werden, und das ist der Ikhlas ist eine Anbetung, eine Bedingung der Anbetung. Er ist eine Anbetung an sich selbst, er ist eine Anbetung, er ist eine Stellung der Ubudiyah, also ein Rang der Dienerschaft zu Allah Ta'ala, und er ist auch selbst eine Bedingung für sämtliche Handlungen, sämtliche Kulthandlungen, sämtliche, in Anführungsstrichen, Gottesdienste oder Ibadat. Tayyib. Ich werde den Ikhlas gleich erklären. Noch einmal ein Hadith, wir haben jetzt zwei Verse aus dem Koran genannt. Die zweite Frage, die ich noch stellen wollte, aus diesem Vers leiten manche Mufassirun ab, dass die Niyya, die Absicht bei den Handlungen eine Bedingung darstellt. Aus dem Vers, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ihnen wurde nichts anderes aufgetragen, als Allah aufrichtig anzubeten. Wie kann man aus diesem Vers die Pflicht der Niyya ableiten? Ganz einfach. Aufrichtigkeit, wenn wir die Aufrichtigkeit als einen einheitlichen Willen erklären, das heißt, dass dein Wille, die Bewegungsgründe bei der Verrichtung der Tat einheitlich waren, nur die Absicht, sich damit Allah Ta'ala anzunähern, kann diese Absicht, diese reine Absicht, oder kann der Ikhlas ohne eine Absicht existieren, oder setzt er eine Absicht voraus? Er setzt seine Absicht voraus. Versteht ihr, was ich meine, oder nicht? Tayyib, jedenfalls im Hadith von Mu'ad ibn Jabal sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Akhlis dinak, yakfikal qalilu minal amal. Sei in deinem Dien aufrichtig, also habe Ikhlas, sei aufrichtig, mit dem Dien ist hier gemeint die Handlungen, sei in deinen Handlungen aufrichtig und es reicht dir schon ein wenig an Handlungen. Wenig Handlungen mit Ikhlas sind ausreichend. Tayyib, das ist ein Hadith. Ebenfalls ein Hadith von Anas, der ist bei Dharqutni überliefert, ist da'if, aber die Bedeutung ist akzeptabel. Also das, was dieser Hadith aussagen möchte, den Sinn, den Inhalt, den er vermitteln möchte, ist akzeptabel und widerspricht sich nicht anderen Texten. Das ist der Hadith von Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala an. Darin er sagt, Anas ibn Malik sagte, wenn der Tag der Auferstehung einbricht, werden die Malaika mit versiegelten Schriften kommen. Versiegelten Registern, diese Tatenregister, Suhuf. Und dann wird Allah Ta'ala zu ihnen sagen, nimmt dies und jenes fort. Nimmt das raus. Oder schmeißt das fort. Und dann werden die Malaika sagen, das sagt Anas, bei deiner Glorie, wir haben nur aufgeschrieben, was er tatsächlich getan hat. Also die Sache, der Grund, warum sie dies äußern, ist, weil sie sich fragen, warum diese Handlungen rausgenommen werden sollen aus seinem Register. Wir reden von dem positiven Tatenregister, wobei sie doch nichts hinzugefügt haben oder niedergeschrieben haben, was nicht tatsächlich auch stattgefunden hat. Und dann sagt Allah Ta'ala, Inna hadha kana li ghayri. Diese Handlungen wurden nicht für mich getan. Diese Handlungen
wurden nicht meinetwegen getan und heute nehme ich nur an, was meinetwegen bewerkstelligt wurde. Ebenfalls in einem ähnlichen Hadith, der, also in dem Angel- und Drehpunkt der gleiche ist wie bei dem soeben genannten, der ist aber auch daif, auch schwach. Der ist im Sucht von Ibn Mubarak überliefert. Aber auch der Inhalt ist wieder yani, akzeptabel. Die Botschaft, die vermittelt werden muss, ist akzeptabel. Und zwar sagte der Prophet, oder soll gesagt haben, die Engel heben die Taten des Dieners empor. Sie heben sie empor zu Allah und loben die Handlungen. Loben die Handlungen und erachten sie als vielzählige Handlungen. Also sie zählen viele Handlungen für einen bestimmten Menschen. Da gibt Allah Ta'ala ihnen ein, ihr seid die Behüter oder die Wärter, Behüter und Wärter der Handlungen meines Dieners und ich bin Hüter und Wärter ihrer Nufus. Mit dem Nufus ist gemeint das Innere des Menschen. Also die Bewegung seines Herzens, seine Absichten, seine Intentionen und so weiter. Und dann sagt Allah Ta'ala, Inna abdi lam yukhlis fi amali. Inna abdi lam yukhlis fi amalihi faj'aluhu fi sijjin. Mein Diener war in seinen Handlungen nicht aufrichtig. Er war nicht aufrichtig, darum führt ihn zu Sijjin. Sijjin, ist euch bekannt? Schon mal gehört von Sijjin und Illiyin. Das kommt in der Surat al-Mutaffifin vor. Surat al-Mutaffifin, das sind zwei Stufen oder Ränke im Paradies und in Jahannam. Sijjin gehört zum Jahannam, kommt aus dem Wort Sajjan, was Einkerkern heißt, einsperren. Sijjin ist also ein Ort der Sperre. Führt ihn zu Sijjin und dann sagt er weiter, und sie steigen empor mit Handlungen eines anderen, achten sie aber für gering. Sehen sie gering an in ihrer Anzahl. Und dann sagt Allah Ta'ala wieder dieselben Worte, ihr seid Wärter und Hüter der Taten, der äußerlichen Handlungen meines Dieners und ich bin zuständig für sein Nafs, für das, was in seinem Inneren vorgeht. فَضَاعِفُوهُ وَجَعَلُوهُ فِي عِلِّيِّينَ ضَاعِفُوهُ, vervielfacht diese Handlungen, vervielfacht die Handlungen und führt ihn in عِلِّيِّين. العِلِّيِّين ist ein Bezeichnung für einen Rang im Paradies. Ihr versteht langsam vielleicht, worauf das Konzept des Ikhlas hingeht. Hier ist noch ein ganz anderer Text, der von Al-Hasan al-Basri überliefert wird. Al-Hasan al-Basri ist aus der Klasse der Tabi'un. Das heißt, er ist nicht Begleiter des Propheten, sondern gehört nicht zu seinen Gefährten. Und er erzählt hier eine Geschichte. Warum ich das sage, ist, weil wenn die Tabi'un derartige Geschichten erzählen, dann sind sie meist nicht entnommen aus dem Koran, auch nicht aus der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Es sind oft Berichte, die von den Ahlul Kitab übernommen worden sind. Die Ahlul Kitab sind die Juden und die Christen. Das sind Berichte, die entweder aus ihren Büchern entnommen worden sind oder von ihnen mündlich tradiert worden sind und in Umlauf gebracht worden sind. Darf man so etwas nehmen und yani, Berichte der Ahlul Kitab, darf man sie nehmen und erzählen, obwohl wir ihren Wahrheitsgehalt nicht kennen. Wir kennen ihren Wahrheitsgehalt nicht. Was denkt ihr? Wenn ihr beispielsweise Al-Tafasir-Bücher liest, die sind meistens vollgestopft mit den Akhbaru Bani Israel. Also das heißt Erzählungen der Banu Israel. Erzählungen der Banu Israel, das heißt, ihr Ursprung ist bei ihnen. Der Ursprung dieser Geschichten,
Die Quelle sind sie. Vieles, ich gebe euch Beispiele, wo man derartige Akhbar findet. Es gibt etwas, das nennt man Mubhamatul Quran. Mubhamatul Quran, das ist eine Bezeichnung für all die Dinge, die im Koran nur sehr diffus genannt worden sind, ohne Details. Und diese Details wurden bewusst weggelassen, weil sie nicht, sie sind nicht nutzbringend für den Einzelnen. Ein Beispiel: Ihr kennt die, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen, in der deutschen Sprache nennt, Arche Noahs oder so, ne? Die Safinatu Nuh. Tayyib. Ist im Koran die Rede, aus welchem Holz das gemacht worden ist, wie viele Tiere da drauf waren, oder die Siebenschläfer, die Geschichte der Siebenschläfer. Welche Farbe hatte der Hund? Wie hieß der Hund? Ja. Oder, was haben wir da noch? Die Geschichte von Yusuf a.s., als er dieser Frau ausgesetzt war. Die detaillierten Handlungen, was er da für ein Zeichen gesehen hat. Das alles ist im Koran nicht erwähnt, richtig? Es ist nur so kurz gefasst und allgemein gehalten, denn all diese Details sind für den Sinn und Zweck der Geschichte nicht notwendig. Sinn und Zweck der Geschichte ist, dass du daraus eine Lehre ziehst und nicht, dass du erfährst, diese ganzen Detailaufgaben, diese Details mitnimmst, wie in einem Roman. In einem Roman beschreiben sie alles sehr detailliert, wie das Haus aussah, wie der Garten vorne war, welche Kleidung er anhatte. Das alles ist nicht notwendig, um eine Lehre aus der Geschichte zu ziehen. Aber wir sehen in den Tafasir-Büchern, siehst du all diese Details. Du siehst, er erzählt dir, wie groß das Schiff war, aus wie vielen Brettern, wie, welche Nägel man benutzt hat, ja, wie der Hund aussah, wie er hieß. Das ist nicht aus dem Koran entnommen, der Prophet hat darüber auch nicht gesprochen. Woher kommt das? Oder viele Geschichten über Propheten, Aussagen, die Isa a.s. zugeschrieben werden. Oder hier, wie gleich in diesem Fall, ich will euch das auch zeigen, eine Geschichte, die Iblis zugeschrieben wird. Iblis, also zwischen Iblis und einem Mann stattgefunden hat. Al-Hasan al-Basri, ich vermute nicht, dass er Iblis gesehen hat. Ja? Tayyib, er erzählt uns aber eine Geschichte jetzt über gleich. Sinn und Zweck der Geschichte ist nur, die Stellung des Ikhlas zu zeigen und zu zeigen, wo der Unterschied zwischen dem Ikhlas und dem Nicht-Ikhlas ist. Dafür können wir die Geschichte natürlich nehmen, um den Sinn und Zweck dieser Sache zu begreifen oder die Lehre daraus zu nehmen, auch wenn ja sowas nicht tatsächlich stattgefunden haben muss. Es ist durchaus möglich, dass Al-Hasan al-Basri diese Geschichte irgendwo von Ahlul Kitab aufgenommen hat. Tayyib, die Frage, die ich eingangs gestellt habe, darf man solche Berichte erzählen? Wenn man das nicht darf, warum haben die Mufassirun das gemacht in den Büchern? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, er sagt, und der ist im Sahih verzeichnet, er sagte, Hadithu an Bani Israel wala haraj. Hadithu an Bani Israel wala haraj, wa man kadaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berichtet über die Banu Israel, darin ist kein Vergehen. Berichtet über die Banu Israel und darin ist kein Vergehen. Was heißt das? Also man darf diese Geschichten, die Berichte der Banu Israel in Umlauf bringen, man darf sie erwähnen, aber wir gehen nicht davon aus, dass sie wahrhaftig sind. Wir verleugnen sie aber auch nicht. Das heißt, man hat eine neutrale Einstellung ihnen gegenüber. Sie können richtig sein, sie können falsch sein, es ist aber nicht möglich, das zu erkunden. Es sei denn, sie widersprechen sich Texten des Koran oder der verbürgten Sunna. In diesem Fall gehen wir sicherlich davon aus, dass die Berichte der Banu Israel nicht korrekt sind. Oder der Koran bestätigt sie und erwähnt, oder die Sunna, Ähnliches. In diesem Fall ist die Stütze nicht der Bericht der Banu Israel, sondern der Koran des Sunna. Tayyib, jetzt zu dem Bericht hier. Al-Hasan al-Basri sagte, es gab einen Baum, der
den sich die Menschen gewidmet haben, um ihn anzubeten. Ein Baum, der angebetet worden ist. Sowas gab es natürlich. Bäume, Steine, Figuren, Menschen, das alles wurde angebetet. Aber Sinn und Zweck der Sache ist, ein Mann ging zu diesem Baum, wollte ihn fällen. Er wollte ihn fällen. Warum? Er wollte ihn fällen, weil es ihn gezürnt hatte, dass man dieses Objekt neben Allah Ta'ala anbetet. Aus Zorn. Tayyib. Dann sagt Al-Hasan al-Basri, der Shaitan hat ihn in menschlicher Gestalt gegenübergetreten und fragte ihn, was willst du? Was willst du hier tun? Er sagt, ich möchte diesen Baum fällen, da er neben Allah Ta'ala angebetet wird. Dann sagte er, was schadet es denn dir, wenn du ihn nicht anbetest? Lass ihn doch stehen, solange du es nicht tust, schadet es dir nicht. Und wenn du das lässt, dann werde ich dir 2 Dinar unter dein Kissen legen, wenn du morgen aufwachst. 2 Dinar, hä? 2 Dinar, ein Dinar ist eine Goldmünze, das ist nicht ein Euro. Wisst ihr, wie viel ein Dinar wiegt? Also der islamische Dinar. Das ist, wie gesagt, eine Goldmünze. Der Dirham ist die Silbermünze. Das wiegt ungefähr, wenn ich mich nicht irre, fast 1/2 Gramm Gold. 1/2 Gramm Gold. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ein Miskal, wie viel das war. Jedenfalls 2 Dinar wollte er ihn anbieten. Und da hat er gesagt, wer kann mir das garantieren? Dann sagt er, ich garantiere es dir tatsächlich, verspreche es dir. Er ist nach Hause gegangen, wieder zurück. Sein Zorn war gestillt. Er ist nach Hause gegangen. Am nächsten Tag findet er keine 2 Dinar unter seinem Kissen. So, erneut hat ihn der Zorn gepackt. Er ist wieder zornig geworden. Ist wieder mit Axt und Beil dorthin gegangen, wollte den Baum fällen und erneut begegnet ihm diese Person, also Shaitan in Iblis, des Menschen. Diesmal fragt er ihn, was willst du machen? Er sagte wieder, ich möchte den Baum fällen, ich bin zornig, also mir zürnt es wegen Allah, also sein Zorn ist wegen Allah. Ich meine nicht wegen Allah, dass er zornig ist auf Allah. Ich meine wegen Allah, das heißt aus Ghaira, dass man neben ihm jemand anderen anbietet. Da sagt Al-Hasan al-Basri, diese Person hat ihn zu Boden geworfen und ihn beinahe erdrückt. Und dann sagt er, das ist jetzt die Lehre, die aus dieser Geschichte entnommen werden soll. Die Lehre, er sagt, als du das erste Mal gekommen bist, warst du auch richtig in deiner Sache. Er ist tatsächlich wegen Allah gekommen und ich hatte kein Verfügen über dich. Dieses Mal hast du aber gelogen, als du gesagt hast, du bist gekommen, weil es dir wieder gezürnt hat, wegen Allah. Du bist nicht deswegen gekommen, du warst zornig auf mich. Verstehst du? Das heißt, du praktizierst eine Handlung, die offensichtlich dem äußeren Schein nach eine Annäherung darstellen soll, eine Anbetung. Du zürnst äußerlich, scheint es so, als wäre dein Zorn, Ursprung deines Zorns, die, ich sag mal, in Anführungsstrichen die Eifersucht wegen der Religion Allah Ta'alas. Aber der wahrhaftige Bewegungsgrund ist, dass du zürnig bist, weil ich dir deine 2 Dinar vorenthalten habe. Und deswegen habe ich diesmal Verfügung über dich gehabt. Na, das heißt, ich denke, wir verstehen den Sinn und Zweck der Sache. Und es ist tatsächlich so, dass der vollständige Ikhlas in deinen Handlungen, ich meine mit dem vollständigen Ikhlas, dass du in deinen Handlungen wirklich nichts anderes bezweckst, als das Angesicht Allah Ta'ala, als die Nähe zu ihm, sowas ist sehr selten. Es ist sehr selten. Und deswegen hat der Ikhlas auch diese hohe Stellung. Und deswegen sagte Abu Suleiman,
Abu Sulaiman sagte, Tuba liman sahhat lahu khatwatun wahida fi ikhlas. Er sagte, Tuba, also frohe Botschaft, oder heil dem, der einen einzigen Schritt in vollkommener Aufrichtigkeit tätigt. Kommen wir dann jetzt zur Definition des Ikhlas. Wie können wir den Ikhlas, diese Aufrichtigkeit, etwas näher verstehen? Man kann es so ausdrücken, alles, was man vermengen kann, alle Dinge, die du mit anderen vermengen kannst, ja, nehmen wir beispielsweise eine Flüssigkeit, Milch mit Wasser. Milch kann man verdünnen mit Wasser. In diesem Fall ist die Milch nicht mehr Khalis. Ihr hört das Wort Khalis, kommt vom Ikhlas. Ist nicht mehr Khalis. Alles, was man vermengen kann, wenn es von diesen Vermengungen, dieser Beimischung von anderen Dingen verschont bleibt, dann ist die Rede vom Ikhlas. Hier ist dann die Rede vom Ikhlas. Der Ikhlas widerspricht also, er ist ein Gegenstück, ein Gegensatz vom Schirk. Richtig? Das ist auch interessant. Das Wort Schirk bedeutet nämlich etwas zu vermengen. Schirka ist die Vermengung von mehreren Elementen. Daher nennt man eine Gesellschaft, beispielsweise eine Firmengesellschaft. Eine Firma nennt man in der arabischen Sprache Sherika. Wisst ihr warum? Weil mehrere Personen sich zusammenschließen, zusammenkommen, sich vermengen für ein bestimmtes Projekt oder ein Ziel, das sie führen wollen. Also es ist nicht mehr, die Person ist nicht mehr alleine da. Seine Ziele, seine Vorhaben, seine Ideen, sein Vermögen ist nicht mehr rein in der Sache. Da ist anderes Vermögen mit beigemischt worden. Andere Ideen sind mitgekommen. Andere Personen haben sich mit eingeschlossen. Das ist die Scherika. Daher auch das Wort Schirk. Das heißt, wir haben das Wort Ikhlas und Schirk sind Gegensätze sprachlich und fachlich. Sprachlich und fachlich sind das zwei Gegensätze. Dementsprechend ist der Mangel im Ikhlas eine Form des Schirk. Muss aber nicht immer sein, nur mal so gesagt. Und dieser Schirk, der dem Ikhlas, der Aufrichtigkeit widerspricht, der kann manchmal offenkundig sein, also etwas, was ganz klar erkennbar ist, was jeder wahrnehmen kann, wo jeder begreift, dass das eine Form des Schirk ist. Und es kann etwas Diffuses sein, etwas nicht ganz Klares, was nicht jeder erkennt, was nicht jeder sofort als ein Mangel im Ikhlas wahrnehmen kann. Und wir hatten, wenn ihr euch erinnert, am Anfang dieses Buches über die verschiedenen Stufen des Riya gesprochen. Erinnert ihr euch oder nicht? Da habe ich auch gesagt, dass nicht jeder Riya gleich ist. Und dass auch der Riya selbst offenkundig sein kann und manchmal eher etwas Verschleiertes ist. Ich gebe euch ein Beispiel für etwas, das dem Ikhlas widerspricht. Es widerspricht dem Ikhlas, aber hebt ihn nicht ganz auf. Jemand fastet, also der Ramadan, Monat Ramadan ist gerade angetreten und er fastet und er hatte sowieso vor, eine Diät zu machen. Wollte eine Diät machen und ein bisschen abnehmen und tritt dann in den Monat Ramadan unter anderem mit dieser Absicht bei, dass er das auch nutzen möchte als eine Form der Diät und des Abnehmens. Ist das der Ikhlas in der Ibadah? Ist das Riya? Ist das Riya, diese in Anführungsstrichen Augendienerei? Nein? Sagen die anderen. Das ist kein Riya. Das ist kein Riya. Aber es widerspricht trotzdem der Vollkommenheit des Ikhlas. Oder wie jemand, der zum Beispiel die Hajj machen möchte, die Pilgerfahrt, und er ist ein Handelsmann, und er denkt sich, ich möchte auch dort ein paar Geschäfte abschließen.
ich möchte dort ein paar Geschäfte abschließen. Oder er sagt, ich brauche sowieso einen Urlaub, dann gehe ich dorthin und kann das auch gleich als Urlaub nutzen. Das alles widerspricht sich dem Ikhlas, der Vollkommenheit des Ikhlas, aber es ist kein Riya. Das heißt, die Texte, die über den Riya handeln, kann man hier nicht anwenden. Seine Handlung ist gültig. Seine Handlung ist gültig, aber der Lohn ist natürlich nicht so, also das Niveau seiner Tat, die Qualität seiner Tat und der ihm zustehende Lohn steht natürlich nicht auf dem gleichen Niveau wie jemand, der das mit voller Aufrichtigkeit praktiziert hat. Also volle Aufrichtigkeit, das heißt, er hatte nur einen einzigen Bewegungsgrund. Von Anfang bis zum Ende. Wir müssen aber einen Maßstab entwickeln, um zu erfahren, wann diese Beimengung von Absichten, wann hebt es den Ikhlas gänzlich auf, so dass es eher zu einer Last für ihn wird? Wann beeinträchtigt es den Ikhlas, ohne dass aber sein Lohn gänzlich verschwindet, also dass er etwas von dieser Tat und Handlung hat? Und wann kommt es dazu, dass diese Beimengung zwar seine Tat nicht annulliert oder zunichte macht, aber er dennoch keinen Lohn von ihr hat? Das kann durchaus sein, dass eine Tat zwar gültig ist, aber nicht angenommen wird. Versteht ihr das? Eine Tat kann gültig sein, aber nicht angenommen. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith, das ist dieses Wort Qabul in der arabischen Sprache. Al-Qabul bedeutet nicht, wie manche immer denken, das ist die Gültigkeit der Handlung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer zu einem Wahrsager geht, ihn um etwas fragt, seine Gebete und ihn bestätigt. Er bestätigt, also er sagt, er bestätigt nicht, dass er das Ilm und Raib kennt, das nicht, aber er bestätigt, dass das, was der hier jetzt gesagt hat, das stimmt wirklich. Versteht ihr den Unterschied? Er sagte, wer das tut, seine Gebete werden 40 Tage lang nicht angenommen. Sie werden 40 Tage lang nicht akzeptiert. Heißt das, sie sind ungültig? Weil wenn wir da sagen, nicht angenommen heißt ungültig, dann hätte es gar keinen Sinn, dass er sie verrichtet. Dann würde man sagen, warte 40 Tage und nach 40 Tagen hol alle nach. Das hat aber keiner gesagt. Das heißt, hier ist gemeint, er wird dafür nicht belohnt. Ähnliches wird überliefert über jemanden, der den Alkohol trinkt. Wer den Alkohol trinkt, seine Gebete 40 Tage lang nicht von ihm angenommen werden. Also, was ist der Maßstab hier? Man kann das wie folgt ausdrücken. Man kann sagen, wenn... Ich drücke das mal in Prozenten aus. Nehmen wir mal an, der Bewegungsgrund bei einer spezifischen Handlung ist zu 20% die Anbetung. Also es ist so eine sekundäre Sache bei ihm. 80% verfolgt er darin andere Interessen. In diesem Fall ist das eine Last für ihn. Die Handlung ist eine Last für ihn, er hat nichts von ihr. Er geht auch nicht 0-0 raus, 0-0, er geht mit Verlust raus. Umgekehrtes Szenario, das wäre, dass beispielsweise 80% seiner Absicht, der Bewegungsgrund, tatsächlich die Anbetung ist, 20% sind andere Bewegungsgründe, andere Interessen. In diesem Fall, geht er dennoch mit Plus raus. Sollte das 50-50 sein, in diesem Fall hat er dann nichts von seiner Handlung, aber er nimmt auch keine Last auf sich. Ja. Warum haben wir diese Einteilung überhaupt gemacht?
Weil es gibt den Konsens unter den Gelehrten, dass jemand, der zum Hajj ausreist, zum Hajj aufbricht, mit der Absicht der Tijara, mit der Absicht Handel zu betreiben, seine Pilgerfahrt ist mit Konsens der Gelehrten gültig. Das heißt, er muss sie nicht nachholen und ihm steht auch ein gewisser Lohn mit Konsens der Gelehrten zu. Aber wie gesagt, man kann das dennoch nicht vergleichen mit jemandem, der nur einen einzigen Bewegungsgrund hat. Und das ist der vollkommene Ikhlas. Der vollkommene Ikhlas ist, dass es wirklich keinen anderen Bewegungsgrund gibt. Deswegen sagten manche, der Ikhlas bedeutet die Reinheit deiner Absichten. Er verfolgt damit weder Ansehen, Anerkennung, Lob. Also es bewegt ihn nicht das Streben nach Lob und Anerkennung, noch nach irgendetwas anderem. Das ist der vollkommene Ikhlas. Und das ist schwer. Deswegen sagte Sahel al-Tustari, man fragte ihn, أَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ عَلَى النَّفْسِ. Was ist für den Ego des Menschen oder für die Seele des Menschen am schwierigsten? Und dann sagte er, der Ikhlas. Dann begründete das. Er sagte, Al-Ikhlasu li'annahu laysa li-nafsihi fihi nasib. Denn sein eigenes Ego oder seine Seele hat daran gar keinen Anteil. Hat keinen Anteil davon. Es gibt keine Anteile für ihn in dem Ikhlas, weil das ist rein und zu 100% also die Absicht darin war rein und 100% die Anbetungsabsicht oder die Annäherungsabsicht. Und daher habe ich am Anfang auch gesagt, es gibt nur wenig Situationen, in denen der Mensch tatsächlich Handlungen ausführt mit dieser Eigenschaft. Gut, gehen wir weiter zu einer Sache, die ebenfalls eine Relevanz zu dem Thema Al-Ikhlas hat. Und das ist der Begriff As-Sidq, die Ehrlichkeit. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Beide spielen eine besondere Rolle in der Läuterung von diesem Ibadat. Was ist aber der Unterschied? Den Ikhlas haben wir jetzt so verstanden. Was bedeutet aber der As-Sidq? Was ist dieser Sidq, die Ehrlichkeit? Meistens verstehen wir unter Ehrlichkeit das ein und dasselbe. Ein und dasselbe, und zwar Ehrlichkeit in den Aussagen, richtig? Nicht zu lügen. Und unter Lügen verstehen wir Aussagen zu tätigen, die nicht der Realität entsprechen. Aber es gibt auch Lügen in den Handlungen und Ehrlichkeit in den Handlungen. Es gibt Lügen in den Absichten und Ehrlichkeit in den Absichten. Es gibt Lügen in deinen Zuständen, in deinen allgemeinen Zuständen und Ehrlichkeit in deinen Zuständen. Um erstmal die Stellung dieser Ehrlichkeit zu verstehen, Allah Ta'ala sagt, er befiehlt sie an mehreren Stellen an, spricht an einigen Stellen über sie, und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in einem bekannten Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das zeigt euch die Wichtigkeit des As-Sidq, er sagte, inna as-Sidqa la yahdi ila al-Birr. Inna as-Sidq yahdi ila al-Birr. Die Ehrlichkeit führt zur Frömmigkeit. Ehrlichkeit führt zur Frömmigkeit. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. Und Frömmigkeit führt in das Paradies. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. Und ein Mann bemüht sich, ehrlich zu sein, bis er bei Allah als Siddiq niedergeschrieben wird. Als Siddiq. Ihr kennt diesen Begriff? Siddiq. Kennt ihr wahrscheinlich von dem Beinamen Abu Bakr Siddiq. Und dann sagt er das Gegenteil. وَإِنَّ الْكَذِبَ لَيَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ.
Lügen führt zum Fujur, Frevelerei. Lügen führt zur Frevelerei. Und die Frevelerei führt ins Feuer. Und ein Mann bemüht sich zu lügen, bis er bei Allah als Kazab aufgeschrieben wird, als Lügner aufgeschrieben wird. Dieser Hadith zeigt uns einmal die Wichtigkeit der Ehrlichkeit und die Gefahr, die in der Verlogenheit, die sich in der Verlogenheit birgt. Und das zeigt uns einen ganz anderen Aspekt noch, und zwar, dass gute Handlungen, dass diese Regel hat Ibn Qayyim in den Fawaid erwähnt, aus derartigen Texten, gute Handlungen gebären ihresgleichen. Gute Handlungen fördern gute Handlungen. Das heißt, du wirst schon in der Dunya für eine gute Handlung entlohnt, indem dir eine andere leicht gemacht wird. Schlechte Handlungen hingegen fördern ihresgleichen. Das heißt, du wirst schon in der Dunya für deine schlechte Handlung bestraft, indem dir eine ähnliche leicht gemacht wird, wie so ein Teufelskreis. Tayyib. Was ist jetzt die Ehrlichkeit? Wieder zurück zur Kernfrage. Die Ehrlichkeit machen wir beim nächsten Mal, oder? Dann machen wir sie heute. Was sagt ihr? Gerade, wo es so spannend geworden ist, abschalten. Okay. Machen wir das nächste Mal, inshallah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin.